Hallo ihr Lieben. Ja, ich stehe gerade im Sonnenuntergang hier in meinem Zimmer. Ich finde das Licht mega schön. Ich glaube, zum Film ist es wahrscheinlich nicht das ideale Licht, aber die Sonne ist wahrscheinlich in den nächsten Minuten eh hinterm Horizont verschwunden. Also dachte ich, ich nutze wenigstens das Tageslicht noch, um euch den DM-Einkauf zu zeigen, den ich gemacht habe. Das Ganze hat, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, 70 Euro gekostet und ich zeige euch auch gleich, warum. Und was ich für tolle Sachen gekauft habe. Ich habe wirklich, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde in dem DM zugebracht und alles abgesucht und geguckt, was es so Neues gibt. Ich habe nämlich letztes Jahr um ungefähr die gleiche Zeit, so im Dezember, auch schon so ein Less- oder Zero-Waste DM-Haul gemacht. Quasi als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk-Idee. Und da war das Angebot deutlich geringer. Also ich habe diesmal viel, viel mehr eingekauft, weil es auch einfach viel mehr gab. Und ich freue mich schon sehr, euch die Sachen jetzt gleich mal zu zeigen. Ich habe es alles selbst gekauft, also ich wurde leider nicht von DM dafür bezahlt, dass ich euch die Sachen jetzt hier zeigen darf. Ja, wie gesagt, ich habe das alles selber bezahlt. Und ihr solltet auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Ich fange mal an. Und zwar nehme ich einfach mal das teuerste von allem. Und zwar ist es die Po-Dusche. Ja, ich habe eine Po-Dusche hier gekauft. Ich habe auch schon eine. Und ich bin sehr, sehr überzeugt davon. Gerade jetzt während Corona, finde ich, ist dieses Ding echt Gold wert für den Fall, dass das Toilettenpapier nochmal ja, ausverkauft ist. Und es spart wirklich sehr viel Papier an sich schon. Es macht das Ganze auch viel einfacher. Es geht viel schneller, als sich mit Toilettenpapier abzuwischen. Besonders eben, wenn man ein großes Geschäft gemacht hat und auch gerade, wenn man so eine Periode hat oder so. Man fühlt sich einfach so ein bisschen wie frisch geduscht und das macht richtig Freude und deswegen habe ich euch die gekauft. Die kostet, ich glaube, 19, ja, 19,95 €. Ist auch so eine Reisetasche dabei. Ich packe das jetzt einfach mal aus. Genau, so ein Reisebeutelchen und dann geht gar nicht raus. Genau, dieses Teil, was man dann zusammenschraubt in dieser Farbe. Und dann kann man hier einfach drücken, kann sich den Po damit mit Wasser abwaschen und spart damit einiges an Toilettenpapier, braucht auch kein feuchtes Toilettenpapier mehr. Für die Leute, die davon noch nicht so ganz sich lossagen können, eine sehr praktische Sache. Dann, mit was mache ich denn weiter? Ach, wo wir beim Waschen sind, zeige ich euch auch gleich noch eine Seife. Ist eine ganz einfache Seife von Alverde. Genau. Sehr, sehr gut riecht die. Auf jeden Fall. Und das ist nicht nur eine Handwaschseife, sondern man kann die auch ganz wunderbar als ja, Duschgelersatz nehmen. Also ich nehme da auch einfach so ganz klassische Seifen. Es muss nicht ein festes Duschgel sein. Es kann wirklich einfach jede stinknormale Seife sein. Dann, wo wir bei fester Dusche sind. Achso, wie viel da hat denn die Seife gekostet? Oh, ich muss mich da echt dran erinnern, dass ich das immer dazu sage. Die hat 75 Cent gekostet, also die ist sehr günstig. Und dann habe ich hier auch gleich noch, auch von Alverde, eine feste Dusche gekauft. Das ist dann quasi ein, also quasi ein Duschgel ohne Wasser und das andere ist eben einfach eine Seife. Das gibt da einen Unterschied in der Herstellung auf jeden Fall. Ich kann dazu auch noch mal ein Video machen, wo ich das mal so ein bisschen erkläre, weil es den immer wieder auch so Unklarheiten gibt, wo denn der Unterschied zwischen Haarseife und festem Haarshampoo ist. Kann ich auf jeden Fall mal machen. Minze Bergamotte riecht auf jeden Fall auch sehr gut. Also ich habe viel so minziges, zitroniges rausgesucht, weil ich einfach diese Düfte sehr gerne mag. Und die hat gekostet 3,95 €. Dann habe ich auch noch eine feste Körperbutter gefunden. So eine habe ich mir tatsächlich letzte Woche auch selbst gekauft. Da war ich ganz erstaunt, dass es die gab. Ich glaube, das ist auch relativ neu. Duft Mandarine Basilikum. Fand ich, klang sehr gut. Und die hat 2,95 € gekostet. Auch noch mit von der Partie ein festes Shampoo. Ich finde es krass, wie viele verschiedene feste Shampoos es jetzt schon bei DM gibt. Es gibt natürlich auch diese Marken, die ich jetzt nicht unterstützen würde, wie Garnier, Schauma, keine Ahnung, die haben jetzt auch alle ein festes Shampoo. Haben das anscheinend auch mal gemerkt, dass das gerade cool ist. Und ich habe aber mal das von Cher hier gekauft. Das hat mich auch sehr angesprochen vom Design. Granatapfel, Avocado. Und was das Coole an diesen Cher-Sachen auch ist, immer wenn man sich ein Produkt kauft, wird quasi ein anderes an einen Menschen in Not gespendet.
Finde ich auch eine ganz süße Sache eigentlich. Und passend zum festen Shampoo habe ich auch noch einen festen Conditioner gekauft von Foamy. Das ist, glaube ich, tatsächlich das einzige Produkt von den ganzen Kosmetiksachen, die ich gekauft habe, was keine Naturkosmetik ist, leider. Es hätte auch noch von Alverde eins gegeben. Ich wollte aber auch nicht alles von Alverde irgendwie kaufen. Wollte auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Deswegen Foamy. Die haben auch sehr viele feste Shampoos. Und eben auch, ich glaube, 3 verschiedene feste Conditioner. Das hier ist jetzt Aloe Vera. Fand ich sehr schön, wegen feuchtigkeitsspendend. Und achso, das feste Shampoo von Cher. 4,45 Euro gekostet. Und der Conditioner 4,95 Euro. Das klingt immer so ein bisschen teuer bei diesen festen Shampoos und festen Conditionern. Aber die halten auch viel, viel länger als so eine Flasche. Das ist quasi ja viel mehr Produkt, auch wenn es so klein aussieht. Das ist wahrscheinlich so viel Produkt, wie sonst in 3 Flaschen drin wäre, so ungefähr. Kann ich jetzt natürlich keine Garantie drauf geben, aber meistens ist das gerade bei den Conditionern auch so, die halten wirklich ewig. Dann, was kann ich euch noch zeigen? Ach ja, die kennt ihr auch schon aus meinen Videos, und zwar diese Clears, wiederverwendbaren Ohrenstäbchen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Die kosten auch 9,95 Euro, das ist quasi so das zweiteuerste aus diesem Einkauf. Und die kann man einfach benutzen, um sich eben diesen Ohrenschmalz, das Cerumen aus dem Ohr zu holen und die dann abwaschen und die dann wiederverwenden. Ich mag die sehr gerne. Dann habe ich noch eine Lippenpflege gefunden. Das fand ich auch sehr cool, von I+M. Das ist komplett Papier, diese Verpackung, und innen drin ist halt so ein Lippenpflegestift, wie man den kennt. Nur, dass man den so ein bisschen hoch schiebt, anstatt man das irgendwie dreht oder so. Vanilla Lip Care von I+M hat gekostet 3,85 Euro. Ich habe von einer anderen Marke in einem Unverpacktladen vor kurzem auch so ein Ding mit Papier gekauft. Und es ist so schön, es sieht auch so schön aus und es fühlt sich so schön an. Also ich mag das viel lieber als diese Plastikteile. Aber wer hätte auch was anderes von mir erwartet. Eine Zahnbürste, und zwar habe ich mal die von Outdoor Freaks gekauft. Die gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange da. Und dann gleich noch von der gleichen Marke. Achso, was hat die gekostet? 1,85. Von der gleichen Marke eine Naturzahnseide, eine vegane, was auch sehr cool ist. In so einem Glasflakon ist die. Und es gibt dann halt Nachfüller, die dann nur in so einem Papiertütchen sind. Aussehen tut das so. Maisseide mit Candelawachs überzogen. Die hat gekostet, das steht sogar drauf, 2,45 Euro. Stimmt das? Ja, 2,45 Euro. Und auch noch passend zum Zähneputzen, also es wird hier komplett einmal ausgestattet, die Dentabs hier. Die benutzen wir auch sehr gerne. Die sind auch mit Fluorid. Was haben die gekostet? 4,95 Euro. Klingt auch viel, aber wie viele sind da drin? 125 Tabs, also 125 mal Zähne putzen. Weiß nicht, ob in der Tube so viel drin ist. Ich habe wirklich keine Ahnung gerade. Und dann habe ich noch ein paar Sachen zum Abspülen zu Hause und auch noch was zum Einkaufen eingekauft. Haha. Ich stand auch sehr lange so in dieser Putzabteilung, weil es jetzt wirklich viele von diesen Reinigern gibt, wo man nur so kleine Tabs hat und die einfach in Wasser auflöst. Einmal von der DM Eigenmarke und dann noch von den Blauen Helden, glaube ich. Aktuell würde ich Bio Baula empfehlen, wenn es um diese Tabs-Lösungen geht, weil das sind nämlich bisher die einzigen, soweit ich weiß, die eine Zertifizierung haben, und zwar sogar eine Eco-Zertifizierung. Die ist ziemlich streng und das finde ich sehr cool. Also würde ich eher das halt empfehlen, und dann dachte ich mir, dann kann ich jetzt nicht das andere kaufen. Hätte sich jetzt irgendwie nicht so cool angefühlt. Deswegen habe ich nichts an Putzmitteln gekauft. Ich finde auch, das kann auch irgendwo jeder dann für sich gucken oder halt selber machen. Ich habe auch kein Deo gekauft. Ich stand auch lange vor den Deo-Cremes und dann dachte ich mir, nee, ich mache mein Deo selber und ich finde das Rezept so genial. Ich habe keine Lust, eine Deo-Creme zu kaufen, weil ich finde es unnötig. Aber deswegen muss ja auch irgendwie damit leben können, was ich hier kaufe. Ja, ich habe einmal von Profissimo hier Obst- und Gemüsenetze aus 100% Baumwolle 2 Stück gekauft. Das ist auch ziemlich cool. 30 x 30 cm groß, also die sind auch ordentlich groß. Kann man also auch Kartoffeln und Paprika und alles mitkaufen. So, noch Paprika drauf.
Und die haben gekostet 3,45 €. Und ist auch GOTS-zertifiziert, die Baumwolle. Finde ich auch sehr gut. Ja, da habt ihr auf jeden Fall Netze zum Einkaufen. Und dann habe ich das noch kurz vor der Kasse entdeckt. Das ist noch so eine Netztasche. Die finde ich auch süß. Da kann man das Obst und Gemüse auch so ein bisschen schön aufhängen. Finde ich einfach sehr hübsch. Deswegen musste ich die leider mitnehmen. Ist auch aus Baumwolle und hat 3,75 € gekostet. Ich glaube, ich muss mir so eine auch selbst noch kaufen. Ich finde die einfach sehr schön. Ich kenne die noch so von früher, von Mama und Oma. Fand ich immer so hübsch. Und dann noch was zum Spülen, habe ich ja eben schon angekündigt. Und zwar einmal ein reines Baumwollspültuch. Ist auch GOTS-zertifiziert aus Baumwolle. Fand ich auch cool. Habe ich auch direkt für unsere WG auch eins gekauft. Und dann noch diese Schwammtücher. Die sind eine super Alternative eben zu Schwämmen aus Plastik etc. Weil das besteht nämlich aus einem Zellulose-Baumwollgemisch. Also kein Plastik und nix, dass ihr euch nicht euer eigenes Mikroplastik zu Hause beim Abwaschen machen könnt, wie das bei Schwämmen und so Mikrofasertüchern und so leider der Fall ist. Genau, dann noch das eben und dieses Spültuch hat 1,95 € gekostet und die Schwammtücher 1,45 €. Das sind 4 Stück. Genau, das war mein Einkauf. Ich finde es wirklich cool, wie viel es mittlerweile in der Drogerie gibt. Ich werde so ein Haul auch irgendwann nochmal für Rossmann machen müssen, weil ich möchte hier keine Drogerie irgendwie unfair bevorzugen. Und ich bin mal gespannt, was ich so beim Rossmann finden werde. Das wird aber dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr was werden. Und ja, schreibt mir doch gerne mal, ob ihr ein paar von den Sachen schon kennt oder ob ich was Wichtiges bei DM vergessen habe zu kaufen. Denn es kann ja auch sein, dass es bei uns in dem DM das nicht gab oder dass ich es einfach übersehen habe, trotz meines langen Aufenthalts da. Und ja, ihr müsst mir einfach nur einen Kommentar schreiben und dann könnt ihr diese ganzen Sachen hier gewinnen und ich werde euch das nach Hause schicken. Also schreibt einfach gern was rein, seid natürlich eine Abonnentin oder ein Abonnent von mir, das ist natürlich Voraussetzung. Aber ansonsten freue ich mich, dass ich euch was Kleines schenken kann, euch vielleicht eine Freude machen kann. Ein paar von den Sachen sind ja auch ein bisschen teurer und ich dachte mir, so kann ich vielleicht was an euch zurückgeben, wenn ihr euch sowas sonst eher nicht kaufen würdet oder euch das zu teuer wäre. Ich lade dieses Video ja am 15.11. hoch und die Auslosung oder die Verlosung, das Gewinnspiel, geht dann genau eine Woche bis zum 22.11. Und an dem Tag werde ich dann noch auslosen. Also kommt auf jeden Fall nochmal hierher und schaut in die Kommentare, ob ich euch vielleicht geantwortet habe oder aktiviert die Benachrichtigungen. Weil es kommt nämlich leider sehr oft vor, dass ich zwei- oder dreimal auslosen muss, weil sich die Person, der ich antworte, nie meldet. Das finde ich dann immer sehr schade, weil man dann quasi seinen Gewinn irgendwie verpasst. Genau, also guckt auf jeden Fall vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüssi, macht's gut!